Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Ich habe ja einen frischen Tee. Und mal wieder versemmelt, die Aufnahme zu starten. Deshalb bin ich jetzt schon so mehr oder weniger in der ewigen Stadt. Aber ich glaube noch nicht so richtig, weil da war ich jetzt noch nicht. Also ganz da unten waren wir schon. Das war dieses Siofra. Und hier gibt es ja noch diese Zwischenebene. Diese Brücke da. Und da kommen wir halt erst hin, wenn wir da durch das Tor kommen. Und hier waren. Das war nur hier diese eine Gegner. Genau, und da hinten ist ein Feuer. Also viel war hier nicht. Hauptsächlich Items einsammeln, die Blumen und Schmiedesteine. Ja, hallo ihr Lieben. Da ich leider vergessen habe, die Aufnahme zu starten, als ich runtergestiegen bin in die ewige Stadt, wollte ich euch zumindest mal nochmal zeigen, was sich verändert hat und von wo aus ich hinabgestiegen bin. Und zwar, wir sind jetzt hier, da wo ich immer hingehüpft bin, um zum Brunnen zu reiten. Und da ist jetzt ein Loch im Boden. Das wurde ausgelöst durch das Töten von Radahn. Entweder hat er diesen Kometen ausgelöst oder er hat ihn aufgehalten. Und durch den Tod hat er seinen Weg fortgesetzt. Und dadurch sieht man halt ein bisschen schlecht, weil das alles sehr neblig ist da unten. Hoppala. Kann man hier hinabhüpfen, da wo man sieht. Da geht dann hier so ein Tor rein. Man hüpft dann noch eine ganze Weile nach unten und irgendwann kommt man dann zu dem Feuer und den Rest habt ihr ja schon gesehen. Ja, aber es ist wieder so imposant. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ist hier wieder ein imposantes Tor. So ein Blob. Hä? Ach du je, was bist denn du? Das bin ich? Doch Blutungsschaden. Du darfst nicht einhändig kämpfen, Püppi. Du musst schon zweihändig kämpfen. Na? Silbertränenmaske. Okay. Ja, cool, vielen Dank. Da ist der Feuerschild. Tja, irgendwie alles sehr einfach bisher. Ach so, ich kann euch ja mal für die, die es interessiert, mal zeigen, voilà, wie so meine Punkte verteilt sind, meine Waffe so drauf ist. Ja, also ich habe Geschick primär gelevelt und Stärke und habe Weisheit so weit, dass ich den Bogen tragen kann. Und ich glaube, irgendeine Waffe habe ich, die braucht 16. Da wollte ich jetzt mal noch hin. Der eine Punkt macht es jetzt auch nicht. Ja, und ansonsten habe ich das Leben noch ein bisschen erhöht, Ausdauer und ein bisschen FP. Und ich kämpfe nach wie vor hauptsächlich hier mit dem Großschwert. Den habe ich auf Stufe 6.
mache über 300 Schaden. Ja, und da brauche ich jetzt unbedingt einen 7er Schmiedestein, allerdings einen dunklen, damit ich hier den weiter aufleveln kann. Und ich habe den Hornbogen noch. Den habe ich inzwischen auf plus 14. Ja. Der tut mir gute Dienste. Ach, apropos Hornbogen. Genau, jetzt fällt es mir nämlich ein. Ich wollte nämlich, genau, Geld ausgeben. Hallo again, good customer. Goodbye. Till next time. Ich höre schon wieder so ein Pfeil. Da. Als die blau waren, waren sie besser zu sehen. Da ist das Feuer angegangen, okay. Wo ist er denn hin? Hallo? Mister? Ach du je. Immer mit ihrem scheiß Pfeil und Bogen, ey. Lass mich. Lass mich. Oh shit, wo bin ich hier? Sackgasse. Mist. Irgendjemand singt hier. Geh doch weg. Der. Krass. Klingt wie eine Frau. Wow. Wo schießt der hin? Komm hier lang.
ist. Bleib da. Oh oh. Da ist ein roter Fuchs. So wie der in Raya Lucaria. Mhm. Das sind viele. Aber ich hätte kein Baby, ich hätte nur einen Kopf. Ey! So, hier ist noch ein Feuer. Und wie viele brauchen wir? Müssen wir wieder gegen so einen Hirsch kämpfen? Gegen so einen Hirsch, Elch, Elchhirsch. Was ist denn jetzt los? Auf einmal... Da hinten sind Quallen. Oh, diese Rehe, die quietschen hier manchmal so übel. Wo sehe ich das? Das sind Wölfe. Das sind nicht viele. Ja, verstehe ich. Da will ich auch gerne mal sein.
noch zwei weitere Feuer. Gut, wir waren ja den Weg nicht bis zu Ende gegangen. Schon wieder gesehen. Ach du je, was ist das? Viel war. Mist. Sie haben mich gesehen. Shit. Geh weg. Lass mich. Ich will dir gar nichts tun. Tatsächlich der mit diesen scheiß Blitzen. Geh weg. Gemein. Nein, nein, nein. Mist. Ach, die habe ich vorhin schon gekillt, die scheiß Dinger. Los. Jawoll. Dann bloß noch eins. Zwei so eine Mädels. Und Ratten. Haben sie aufgehört zu singen? Nicht gut. Dann halt.
als Attacke. Moin. Was? Hey! Halt so machen. Geh weg. Ja, hast du jetzt davon. Dünne Bestienknochen, das hatten die anderen auch schon immer. Das. Damit versprüht Geisternebel, Gebrauchsgut. Naja, denken wir mal zurück. Voilà. Zu dem Tor. Da müssen wir uns ja auch noch durchkämpfen. Dann schauen wir mal, was uns dahinter erwartet. Vermutlich nochmal so ein Elch, aber größer, schneller, weiter. Tschüss. Königlicher Ahnengeist. Okay. Mal, wo du bist. Gib mir dich mal irgendwie. Boah, jetzt lädt er sich gerade total wieder auf. Was ist denn da los? Was? Eieiei. Jetzt hat er ihn getötet.
Mann! Bitte nicht wieder aufladen. Nein! Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir ihn. Meine Güte. Ich habe das königlichen Legende zu Fall gebracht. Okay. Beim ersten Versuch, Leute. Was ist mit denen hier? Sind die Typis trotzdem da? What the fuck? Zum Greifen nah und doch so fern da oben. Da oben lang. Aber ich glaube, wenn mich das machen lässt, würde ich erstmal. Ach, das ist dieses. Ah, okay, ups. Ich verstehe. Einzel, genau, da war ich auch schon. Aber irgendwie bin ich hier nicht hingekommen so richtig. Ja. Kann ich auch nochmal reingehen, aber das war jetzt eher nervig als irgendwie was anderes. Tja. Na gut. So oder so. Mal hier mal ein schönes Selfie. Machen wir hier an der Stelle mal Schluss. Lief hier ganz gut, ne? Kommen gut voran. Dann bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, es kommt noch einiges. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Bis bald. Ciao, ciao.